Sollte passen, ne? So, dann fangen wir schon mal an. Und zwar, wir brauchen erstmal Reis. Den werden wir jetzt erstmal kochen. Ich habe hier so einen Jasminreis. Den brauchen wir einmal. Dann eine kleine Tasse. Ich habe so eine China-Tasse hier. Und dann, ich habe hier einen Reiskocher. Das könnt ihr genauso mit dem normalen Topf machen. Ich nehme jetzt hier so 2, warte mal, muss ich mal selber gucken. 2, ja, sagen wir 3. Habe ich für morgen auch noch Reis. Das sollte passen. So, und dann tun wir Wasser rein und zwar die doppelte Menge wie vom Reis. Also das heißt 6 mal Wasser. Mein Reis packe ich jetzt weg. Also 6 mal Wasser davon. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ab in den Topf. Wo ist denn der Stecker? So, Deckel drauf. Und dann sollte das so 10 Minuten kochen. Und an. So. So. Und vielen Dank für deinen Horst, Martin. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Was für ein Mikro nutzt du? Normalerweise nutze ich ja das Rode am PC, aber das jetzt hier alles hinzuschleppen, ist schwachsinnig. Deswegen nehme ich das Mikro von der Cam. Wir machen heute asiatisch. Und zwar, Reis machen wir gerade. Hier habe ich Rinder gehabt. Dann brauchen wir eine Knoblauchzehe. Ich habe hier so eine 5-Gewürzmischung. Da kann man das sehen. Warte mal, ich muss mal die Kerne hier einblenden. So eine 5-Gewürzmischung kriegst du bei jedem Asiaten. Dann haben wir hier so eine süß-sauer mit Gemüse. Kriegt er jetzt bei Lidl ziemlich günstig. Und ich habe Woköl. Woköl ist eigentlich, müsste Sesam sein, ne? Ne, Maisöl. Woköl, Maisöl. Das brauchen wir. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt die Kamera, die schwenke ich jetzt erstmal rüber. Also Vorsicht. Na, ich hoffe, das kriege ich jetzt hier hin. Jetzt ist mir das Baby umgekippt. Ah, passt, ne? Und hier habe ich meinen Wok. Ja, ihr könnt das natürlich mit einer normalen Pfanne machen, aber ich habe jetzt einen Wok. So. Die Soße sollte man selber machen. Ja, kannst du machen. Die könnten wir eigentlich jetzt theoretisch selber machen. Du nimmst einfach Asia-Gemüse. Ja, das gibt es meistens auch schon fertig geschnippelt. Oder aus der Tiefkühlpackung. Nimmst du Tomatensoße, misch das zusammen mit einer Soße. Aber ich finde die richtig geil, die Soße. Also da macht ihr nichts Verkehrtes. Wir sind ja Gamer und bei den Gamern haben wir jetzt keine Zeit und Lust, irgendwas zu schnibbeln. Deswegen zaubern wir einfach was aus den Fertigdingen. Ist ja nichts Schlechtes, ist auch lecker. So, wir machen den Herd ziemlich heiß. Warten einen Moment. So. Also gibt es einfach nur so eine Reispfanne süß-sauer Gedöns. Ja, ich habe nämlich noch nichts gegessen heute. Habt ihr schon was gegessen? Und nach dem Stream, dann werde ich erstmal was essen, werde mir noch ein chinesisches Bier dazu gönnen und danach werden wir ein bisschen Battlefield zocken. Wenn ihr Bock habt. Ja, es dauert einen Moment. Also viel brauchen wir natürlich, brauchen wir noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier ein bisschen, ich habe immer hier so ein Meersalz-Pfeffer-Gemisch in so ein Schälchen. Also hier. So machen wir das die Küche. Ja, ist schon was gegessen, was gab's denn Leckeres? Man sieht hier das Dinge, ne? Ja.
Unprofessionell. Nee, scheiße, das sieht man ja. Kacke. Tut so, als gehört das zur Deko. Oder wir machen das, so. So ist besser, ne? Sieht man was nicht mehr. Na, ich habe noch ein paar Videos gerendert und bin erst um 11 Uhr aufgestanden, Kaffee getrunken, Videos gerendert und dann gucke ich auf Uhr 3:30. Hat er mir einen Thunfischsalat mit Kidneybohnen und Mais gemacht. Dazu geröstetes Baguette. Wow, lecker. Das ist lecker. Nochmal asiatisch dahin schreiben, damit die Leute Bescheid wissen. Ah, das glaube ich, dass das lecker war. Ja, noch ein bisschen. Ah, jetzt habe ich auch Hunger auf Thunfisch. Ey. Ich wollte erst irgendwas mit Spaghetti Bolognese machen. Aber dann habe ich gesehen, dass ich noch ein paar asiatische Sachen habe und irgendwie Hunger auf asiatisch habe. Deswegen gibt es heute asiatisch. So, sollte passen, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier aufgeht. Jetzt muss ich aufziehen. So, ein bisschen Wokö. Da auch noch ein Tropfen mehr. So, dann machen wir das wie die Chinesen. Wir haben einfach hier so ein. Ich erkläre erstmal so, wenn das klappt. Ja, normalerweise machen wir das mit frischem Gemüse. Aber ich habe Bock da drauf. So. Dann nehmen wir das Fleisch. Ich habe hier Rindergehacktes. Finde ich, schmeckt sowieso am besten. Das ist natürlich nicht so einfach, die Länge. Das ist nicht gut. Ich habe aber die Finger von da dran. Lassen wir das ein bisschen anschmoren. The Crypt. Vielen Dank für deine Follow und herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Finde ich cool. So, das. Da müsst ihr immer umrühren, weil sonst dreht das hier, so weißt du. Aber deswegen nehmen wir immer bei Wok Maisöl oder Woköl. Weil dann klebt das nämlich nicht. Wenn du nämlich normales Öl nimmst oder Olivenöl, das wird kleben. Das habe ich nämlich schon oft gehabt. Deswegen, Woköl kostet nur ein paar Euro. Und viel brauchen wir da eh nicht von. Wichtig ist, dass der Wok dann immer auch heiß ist. Ne? Boah, gestern Abend habe ich Griechisch gegessen. Oh mein Gott. Wir haben hier so einen richtig coolen Griechen. Richtig leckeres Fleisch. Dann habe ich erstmal eine offene Pita geholt und eine Pita überbacken mit Metaxa-Soße. Das war geil. Das war echt gut. Ja, der Crypt, der ist aus dem WhatsApp-Chat, ne? Bin aber wieder raus, sonst frisst mir das Volumen weg. Ne, dann geh mal raus. Vielen Dank, dass du da warst, ne? Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ansonsten sehen wir uns bei Martin im Stream oder bei WhatsApp, ne? So. So, ich nehme jetzt eine Knoblauchzehe. Einfach hier. Braucht ihr nicht schälen. Einfach einmal kurz andutschen und dann nehmt ihr eine Knoblauchpresse. Ja. Hier.
Dann haben wir die Knoblauchpresse, die komplette Zehe, die reicht, wenn Sie da einfach hier reinquetschen. Zack. Das hier abmachen. Ja, jetzt ist mir das hier rausgegangen. Dann machen wir das nochmal. Ja, jetzt doch. Perfekt. So. Nicht im WLAN. Wahrscheinlich ist er unterwegs. Kann ja sein. Der hat bestimmt Hunger bekommen, wollte einmal kurz reinschlenzen. So, sieht doch schon mal gut aus, ne? Dann lassen wir das noch ein bisschen ziehen. Jetzt nehmen wir diese 5-Gewürzmischung hier. Wie ihr seht, das geht auch ziemlich schnell. Es muss alles schnell gehen. Wir sind Gamer, wir haben keine Zeit. So, jetzt nehmen wir uns einen Teelöffel. Teelöffel. Ja. Einfach ein bisschen hier so. Oder machen wir das gleich? Nee, komm. Ein Teelöffel. Ich brauche Geschmack. Komm, machen wir anderthalb. Ich stehe voll drauf. Was hier jetzt. Oh, guck mal. Wisst ihr, was wir ganz vergessen haben? Die Sojasauce. Die ist beim Grillen. Ah, siehst du? Ja, stimmt ja, der hat ja gerade ein Bild geschickt. Stimmt. So ein schönes, fettes Bauchfleisch, ey, da liegt jetzt auch Bock drauf. Oder eine gegrillte Sushu. Oh, ich liebe diesen Geruch, ne? So. Unser Reis kocht. Das ist gut. Den Reis müsst ihr nicht matschig kochen, ja? Mal, wenn ihr das mögt, macht ihr das. Kocht das nur so lange, bis er noch Biss hat, ne? Kann auch nur so halb roh sein. Weil der kommt ja noch in der Pfanne. Wenn er den dann fertig kocht, dann geht er rein, dann wird er zu matschig. Geil. So ein bisschen Sojasauce rein. Ihr könnt auch Fischsoße nehmen, ne? Jawohl. Oder Austernsoße. Alter, hier geht gleich einer ab. Na, Gewürzen tun wir gleich noch. Das reicht erstmal. Jetzt warten wir auf unser Reis. Dann kommt die Soße rein. Dann noch ein bisschen, ein paar Minuten köcheln. Und dann sind wir auch schon fertig. So, können schon mal ein Bier rausholen. So ein Bier dazu. Passt. Heiß gekühlt. So, was macht mein Reis? Ja, 2, 3 Minuten. Können wir erstmal sauber machen. So. Das kann man eigentlich schon so essen, ne? Schön auf das Brot packen oder so, Käse drauf und dann so im Backofen packen. Wie ist das Wetter bei euch? Hier scheint die Sonne. Kein Hotspot mehr. Nee. Also wenn ich hier aus der Haustür gehe, also ich habe unten immer noch mein WLAN. Ich bin im Dachgeschoss in der zweiten Etage. Und wenn ich unten, wenn ich 100 Meter weiter an der Bushaltestelle bin, habe ich immer noch WLAN. Durch mein eigenes Internet, durch meinen Router. Aber wenn ich dann sonst so hier durch die Stadt fahre, habe ich dann durch Schöne Mega diesen Hotspot. Ne? Aber das sind wir noch nicht so ausgereift, wie es sein sollte. So, wie sieht es hier aus? Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Deine Pelle. Bei dir ist es doch nicht, wer hier auch. Ah, ist ja scheiße.
Und ein bisschen runterdrehen. Macht auf mittlere Stufe. Und dann packt ihr den Reis da rein. Ohne Wasser, ne? Der ist schon ein bisschen durch, aber noch nicht ganz durch. Der wird gleich ganz durch, indem wir das, ja, das reicht, das Ganze schön vermengt. Herrlich. Geil. Jetzt pass mal auf, wie sich die Farben vermengen. Pass mal auf. Boah, das ist geil. Jetzt achtet. Jetzt achtet mal. Boah, wie geil das aussieht, ey. Ich sollte eine zweite Dose nehmen, ne? Nee, das reicht. Das reicht. Perfekt. Sieht ein bisschen gemanscht aus, aber ich finde es geil. So ein bisschen Salz, Pfeffer. So, wir lassen noch ein bisschen brutzeln, damit der Reis ein bisschen, noch ein bisschen kocht. Ja, das ist noch so eine. Echt, hast du eine Sonnenallergie? Ja, meine Schwester auch. Die muss halt immer so eine Creme nutzen. Zum Glück habe ich keine Sonnenallergie. Wo ich eine Allergie habe, ist gegen Meeresfrüchte. Gambas, Krabben, Garnelen, Krabben habe ich schon gesagt. Hummer, aber Muscheln, Thunfisch und sowas, das darf ich alles essen. Ärgerlich, wenn du Koch bist, ne? Und dann Gambas und solche Meeresfrüchte gekocht hast, darfst sie aber nicht essen. Boah, Hähnchenstreifen mit Teriyaki-Soße, das können wir halt hier auch noch machen, das ist auch eine geile Idee. So, ich will schon mal probieren hier. Wo ist mein Löffel hier? Schon mal ein bisschen. Schnacken hier. Alter, ist das geil. Boah, leck mich aber das Essen. Verdammt. Da geht ja ab. Du liebst mir das Früchte? Ja, ich eigentlich auch. Ich liebe Thunfisch und ich liebe Muscheln. Austern darf ich auch essen, da passiert mir nichts. Da fängt es schon an zu kleben. Also deswegen immer umrühren. Aber Teriyaki-Soße, ey, das wäre geil, ey. So, fertig. Ich hole mir jetzt noch auf den Teller. Trinken wir ein Bier und dann wird gezockt. Ja, komm, heute ist Wochenende, darf man ein bisschen mehr essen. So, guten Hunger. Ich gehe jetzt essen, trinke mein China-Bier und dann sehen wir uns so, ja, ich sag mal so, wie spät haben wir jetzt? Ja, 17.15 Uhr sehen wir uns dann beim Battlefield zocken. Bis gleich.